Sie sehen heute einen Vortrag aus dem Jahr 1987, aufgezeichnet beim Evangelischen Bildungswerk Hospitalhof Stuttgart. Der österreichische Psychoanalytiker und C.G. Jung-Schüler Prof. Dr. Paul Watzlawick forschte und lehrte am Mental Research Institute in Palo Alto, Kalifornien und an der Stanford University, an der er heute noch als Emeritus Vorlesungen hält. In den 80er Jahren wurde er durch Bücher wie Anleitung zum Unglücklichsein, Vom Schlechten des Guten oder Wie wirklich ist die Wirklichkeit international berühmt. Prof. Dr. Paul Watzlawick spricht zum Thema Wenn die Lösung das Problem ist. Ich möchte meine Überlegungen zum Thema, wenn die Lösung das Problem ist, mit einem Witz beginnen, der Ihnen möglicherweise etwas unwürdig erscheint für eine Abendveranstaltung wie diese. Erlauben Sie mir es aber trotzdem. Es ist der Witz, ein französischer Witz, von einem Ehepaar, das sich sehnlichst ein Kind wünscht. Und leider vergehen die Jahre, die beiden bleiben kinderlos. Und endlich, als die beiden schon fast die Hoffnung aufgegeben haben, jemals Eltern zu werden, tritt das Schöne doch ein. Und nach 9 Monaten gebiert die Frau ein Söhnchen. Die beiden sind überglücklich. So glücklich, dass sie der Größe dieses Erlebnisses dadurch gerecht werden möchten, dass sie dem Kind einen Namen geben, der eben die Größe dieser Befriedigung irgendwie darstellt oder verkörpert. Und sie entscheiden sich, den Kleinen Formidable zu nennen. Leider aber, als er aufwächst, er bleibt eher klein, schmächtig und ist daher Zeit seines Lebens das Ziel monotoner, schlechter Witze, die sich alle auf den Widerspruch zwischen seinem Namen und seiner Statur beziehen. Und als er auf dem Sterbebett liegt, sagt er zu seiner Frau, mit der er ein sehr glückliches Leben führte, ich habe mich mein ganzes Leben mit diesem blödsinnigen Namen abgefunden, aber ich möchte nicht, dass er auch auf meinem Grabstein steht. Schreib du hin, was du willst, aber nicht den Namen, bitte. Die Frau verspricht's. Der Mann stirbt, sie überlegt sich, und kommt dann auf eine schöne Lösung. Da ihr ganzes Leben wirklich glücklich gewesen war, schreibt sie also, lässt sie also auf dem Grabstein einmeißeln. Hier liegt ein Mann, der sein ganzes Leben lang seiner Frau treu war. Und jeder Mann, der vorbeikommt und den Grabstein liest, sagt, tiens, c'est formidable. Eigentlich wollte ich ja mit einer anderen Sache beginnen, nämlich mit einem Zitat. Und ich lese Ihnen das Zitat vor. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Werte zu erhalten. Das Zitat stammt nicht aus einem etwas konservativen Provinzblatt von vorgestern, sondern diese Inschrift befindet sich auf einer babylonischen Tontafel, deren Alter auf mindestens 3000 Jahre geschätzt wird. Wir sehen also, dass mindestens seit 3000 Jahren jenes Phänomen besteht, das allgemein die Generationenlücke genannt wird. Und man darf mit Fug und Recht annehmen, dass wenn ein Problem seit 3000 Jahren besteht und noch niemand eine Lösung gefunden hat, dass es vermutlich dafür keine Lösung gibt, und dass man damit leben muss, wie mit dem Schnupfen oder der Schwerkraft. Aber im Laufe der Zeit stellt sich immer wieder heraus, dass so wellenförmig sich größere Gruppen von Menschen davon überzeugen, dass die Generationenlücke geschlossen werden kann und daher muss. Das, meine Damen und Herren,
schafft nun ungeahnte Probleme. Der Versuch, die Lücke zu schließen, ist das Problem. Die Vernunft, oder besser gesagt der gesunde Menschenverstand, der steht bei uns in hohen Ehren und stand immer schon in hohen Ehren seit Jahrtausenden. Vom gesunden Menschenverstand nimmt die klassische Psychologie an, dass er eine psychische Eigenschaft ist, mit der gewisse Menschen besser ausgezeichnet, höher dotiert sind als andere. Es ist etwas Messbares, etwas Kategorisierbares und so weiter. Der gesunde Menschenverstand, der solche fabelhaften Lösungen erzeugt, der steht der Intelligenz nah natürlich. Und wie Sie wissen, ist die Intelligenz etwas schwierig zu definieren. Die einfachste Definition der Intelligenz ist ja bekanntlich jene psychische Fähigkeit, die mit Intelligenztests gemessen werden kann. Und so geht es auch mit dem gesunden Menschenverstand. Das sind also Prinzipien, die einen so etwas an andere Kriterien erinnert, wie zum Beispiel die grauenhaften Folgen des gesunden Volksempfindens als Richtschnur für politische Entscheidungen. Aber Polemik beiseite. Wenn man sich, wie man das als Therapeut ja tun muss, mit Problemen und Problemlösungen befasst, und wenn man willens ist, an menschliche Probleme nicht bereits mit den Scheuklappen einer bestimmten Theorie heranzugehen, dann fällt einem unschwer auf, dass Mensch wie Tier die fatale Eigenschaft hat, an einmal erarbeiteten, einmal gefundenen Lösungen stur festzuhalten, und zwar auch dann, wenn die Umweltbedingungen sich schon so weit geändert haben, dass die Lösungen, die einmal möglicherweise die bestmöglichen, vielleicht die einzig möglichen waren, nicht mehr zutreffen. Und dass auf diese Weise eben die Lösung dann zum Problem wird. Warum das so ist, darüber lässt sich sehr viel streiten und spekulieren. Ich weiß es nicht, ich muss nur annehmen, dass die Ökonomie des Verhaltens Mensch wie Tier dazu bringt, eben an dem festzuhalten, was sich einmal als erfolgreich, zumindest als adäquat erwiesen hat. Man kann die Welt ja nicht jeden Tag neu erfinden, neu erklären. Das steht fest. Andererseits steht es aber auch fest, dass eben gerade diese einmal erarbeiteten Lösungen fatale Wirkungen haben können. Das gilt, wie gesagt, für Mensch wie für Tier. Es gibt eine hochinteressante Studie über eine bestimmte Ameisenart, die hauptsächlich in tropischen Gebieten, hauptsächlich in Zentralamerika auftritt. Das sind Ameisen, die, für deren deutschen Namen ich nicht feststellen konnte. Auf Englisch heißen sie Army Ants. Also man könnte sagen Kriegerameisen vielleicht. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie in großen Heerscharen, also wie eine Armee, sich fortbewegen und keinen festen Punkt haben, also kein Nest haben, an dem sie dauernd sind, sondern eben marschieren wie so eine Armee. Und dabei ist es hochinteressant, und das ist für den Verhaltensforscher ganz besonders wichtig, dass sich aus dem Zusammenwirken der Interaktion dieser Hunderte und Tausende von Tausenden solchen Individuen, von denen ja jede einzelne Ameise ein winziges Gehirn von vielleicht 100.000 Neuronen hat, dass sich trotzdem aus dem Zusammenwirken der Interaktion dieser zahlreichen Tiere, Insekten, ein Verhalten ergibt, das im Ganzen gesehen den Eindruck erweckt, dass hier irgendwie eine höhere Intelligenz am Werke sein muss. Das geht so weit, dass Ingenieure, die also Autobahnen bauen und die merkwürdigen Phänomene des dichten Autoverkehrs studieren wollen, auf dieses Verhalten dieser Kriegerameisen zurückgreifen, weil ganz ähnliche isomorphe Probleme sich dort ergeben, die man auch übertragen kann auf überfüllte Autobahnen. Das nur nebenbei. Was wichtig ist, ist Folgendes. Dass dieses eben beschriebene, oder nur sehr oberflächlich erwähnte, Interaktionsverhalten dieser Ameisen
an einem Punkt tödlich werden kann, nämlich dann und nur dann, wenn aus irgendwelchen Zufallsgründen die Vorhut dieser marschierenden Armee sich an die Nachhut anschließt und sich aus diesem Grunde ein nun im Kreise drehender Todesstrudel wird, wenn Sie so wollen. Die Ameisen, die orientieren sich ja hauptsächlich nach olfaktorischen, also nach Geruchsempfindungen, und die marschieren sich dann eben ganz einfach zu Tode. Also dafür hat das betreffende System keine Sicherheiten. Nun, das ist leider nicht nur bei Ameisen so, sondern eben auch beim Menschenwesen, das in sehr ähnlicher Weise der Fall. Und man könnte sich fragen, wie kommt es eigentlich zur Ausbildung solcher stur festgehaltener Ansichten über die Wirklichkeit, die scheinbar die Wirklichkeit widerspiegeln und uns aber andererseits in immer größere Schwierigkeiten bringen können. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz eine Art von psychologischem Experiment erwähnen. Das sind die im Englischen Non-Contingent Reward Experiments genannten Experimente, für die es keinen guten deutschen Ausdruck gibt. Das sind Experimente, in denen das Verhalten der Versuchsperson und die Verstärkungen oder Negierungen, die die Versuchsperson für dieses Verhalten vom Versuchsleiter erhält, nicht kontingent sind. Das heißt, dass da kein Zusammenhang besteht. Lassen Sie mich bitte das beschreiben. In einem solcher Experimente sagt der Versuchsleiter zur Versuchsperson: Ich werde Ihnen jetzt eine lange Reihe von zweistelligen Zahlenpaaren vorlesen. Und nach Nennung jedes Zahlenpaares sagen Sie mir bitte, ob diese beiden Zahlen zusammenpassen oder nicht. Und die Versuchsperson sagt sofort: Moment, was heißt passen oder nicht passen? Und der Versuchsleiter sagt: Das eben ist Ihre Aufgabe, das herauszufinden ist eben Ihre Aufgabe. Die Versuchsperson befindet sich also, um einen existenziellen Ausdruck zu verwenden, in eine opake Welt geworfen, in ein Mikrouniversum geworfen, in dem sie nun den Sinn, die Ordnung zu finden hat. Und damit beginnt das Experiment. Und der Versuchsleiter sagt zum Beispiel 48 und 12. Nun versetzen Sie sich bitte in die Lage der Versuchsperson. Was denken Sie? Passt, nicht wahr? Passt aus einer ganzen Reihe von Gründen, nicht wahr? Erstens, es sind beides gerade Zahlen. Das könnte schon einmal die Regel sein. Aber noch viel offensichtlicher ist, dass 48 ja ein Vielfaches von 12 ist. 4 mal 12 ist 48. Auch das scheint also das Passen doch immerhin nahezulegen. Außerdem, wenn Sie 48 und 12 addieren, bekommen Sie 60. Wenn es sich also um Minuten handeln würde, hätten wir nun eine volle Stunde. Nein, Sie lachen, aber bitte, das sind ganz vernünftige Überlegungen. Und Sie sagen also passen. Und der Versuchsleiter sagt falsch. Bitte. Dann sagt er 17 und 83. Also mit dem Gerade, dass beide Zahlen gerade sind, damit stimmt schon einmal nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass in diesem Falle das Passen darin besteht, dass beide Zahlen ungerade sind. Ferner ist diesmal die kleinere Zahl vor der größeren Zahl genannt. Auch das könnte ja sehr wohl eine Möglichkeit sein. Ferner, da gibt es ja noch was viel Interessanteres. Sowohl 17 wie 83 sind Primzahlen. Das ist möglicherweise die Antwort. Und dann ferner 17 plus 83 gibt 100. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit. Und Sie sagen, passen. Und der Versuchsleiter sagt, falsch. Und so geht es jetzt weiter. Und nach einiger Zeit nun beginnen Sie das
besser und besser zu machen. Das heißt nämlich, nach einiger Zeit werden ihre Antworten seitens des Versuchsleiters immer häufiger für richtig erklärt. Und langsam bildet sich nun in ihrem Kopf eine komplizierte Theorie darüber heraus, welche Regel dieser Realität des Mikrouniversums dieser Zahlenpaare zugrunde liegt. Und wenn Sie glauben, so eine einigermaßen hieb- und stichfeste Hypothese entwickelt zu haben, ganz stimmt sie ja nicht, denn immer noch hauen Sie gelegentlich daneben. Aber wenn Sie glauben, es ist so einigermaßen in Ordnung, dann bricht der Versuchsleiter den Versuch ab und fragt Sie nach Ihrer Erklärung. Wie passen oder passen die Zahlen nicht? Und Sie geben dann Ihre Erklärung. Und erst dann sagt Ihnen der Versuchsleiter, dass zwischen Ihren Antworten und seiner richtig bzw. falschen Erklärung überhaupt kein Zusammenhang besteht. Dass er vielmals seine richtigen Erklärungen oder seine falschen Erklärungen aufgrund des Ansteigen des Astes einer gaußschen Kurve gegeben hat. Das heißt zuerst nie und dann langsam immer häufiger und häufiger. Und das hat nun in Ihnen, der Versuchsperson, jene Überzeugung hervorgerufen, dass dies also mehr oder weniger die stimmende Ordnung dieser Welt ist, die Sie zu erkunden hatten. Es ist hochinteressant, es wurde dabei festgestellt, dass wenn sich die richtige Erklärung des Versuchsleiters, die gesamte Zahl der richtigen Erklärungen auf 25% beläuft, 25% der Antworten der Versuchsperson beläuft, dann gibt die Versuchsperson meistens auf und sagt, ich weiß nicht, ich kann da keinen Sinn darin finden. Wenn sich dagegen die richtigen Erklärungen insgesamt auf 75% der Antworten belaufen, dann kommt die Versuchsperson mit einer recht banalen, ziemlich trivialen Theorie daher. Die ausgeklügelsten, abstrusesten, an den Haaren herbeigezogensten Antworten werden von jenen Versuchspersonen gegeben, die für ihre Antworten nur zur Hälfte, also 50-50, belohnt wurden. Das gibt zu denken, nicht? Sehen Sie, so bilden sich also derartige Weltbilder aus. Es ist nämlich hochinteressant, dass die Versuchspersonen, nachdem sie die Erklärung des Versuchsleiters erhielten, dass also da hier kein Zusammenhang besteht, dass das Experiment in diesem Sinne nicht kontingent war, große Schwierigkeiten haben, aufzugeben, diesen Glauben aufzugeben, den sie sich mühsam erarbeitet haben. Und einige Versuchspersonen versuchen sogar, den Versuchsleiter zu überzeugen, dass sie, die Versuchsperson, in jener langen Reihe von Zahlenpaaren eine Ordnung entdeckt haben, die dem Versuchsleiter entgangen ist. Bitte das nur als Einführung in das Thema, das wir als Therapeuten immer wiederum anschneiden müssen, nämlich, dass wir in der Psychotherapie eben mit derartigen Überzeugungen zu tun haben. Und nicht nur in der Therapie natürlich, sondern überhaupt im menschlichen Leben. Wir alle arbeiten mit einer Schau der Wirklichkeit, mit einem Bild der Wirklichkeit, von dem wir naiverweise annehmen, so sei es. Wenn man Familientherapie betreibt, so sieht man das sehr häufig, immer wieder sollte ich sagen, nicht nur sehr häufig, immer wieder stellt man fest, dass die Familien in etwas gefangen sind, das ich das Spiel ohne Ende genannt habe. Das heißt, dass das Familiensystem immer wieder dasselbe sehr begrenzte Repertoire von möglichen Verhaltensweisen durchläuft, ohne zu einer Lösung zu kommen, weil eben die Lösung nicht mehr im Repertoire dieser Familie oder, wenn Sie wollen, im Programm, um Computersprache zu sprechen, oder in der Grammatik, um die Sache linguistisch darzustellen, nicht enthalten ist. Und daher die Sache läuft und läuft und läuft und zu nichts kommt. Besonders klar wird das auch in der Ehetherapie, wenn man beobachtet, wie zum Beispiel zwei Ehepartner versuchen, die Beziehung dadurch zu bessern, dass, sagen wir, der Mann ein bestimmtes Verhalten der Frau für korrekturbedürftig annimmt und daher versucht, das nun zu korrigieren, während sie im Korrekturverhalten des Mannes ein Verhalten sieht, das der Korrektur bedarf. Und die Sache daher auch da hier wieder im Kreise läuft. Wir finden genau dasselbe in Mutatis Mutandis, finden wir genau dasselbe in der Depression.
Der gesunde Menschenverstand legt uns immer wieder nahe und auch die Stimme unseres Herzens legt uns ja immer wieder nahe, dass wir dem Melancholiker gegenüber eine optimistische, zuversichtliche, aufmunternde Haltung einnehmen müssen. Denn was sonst könnte Ihnen dem helfen? Wenn Sie jemals selbst etwas deprimiert waren, dürften Sie wissen, was das zur Folge hat. Sie gehen noch tiefer und noch länger in Ihre Depression hinein, denn die Schlussfolgerung ist unweigerlich. Jeder sagt Ihnen, schauen Sie, das Leben ist doch ganz schön, die Sonne scheint, nehmen Sie es nicht so ernst. Für jeden scheint dieses Rezept zu funktionieren, nur für mich nicht. Es muss also mit mir wirklich etwas grundlegend falsch sein. Diejenigen von Ihnen, die das, ja, das kann ich leider jetzt nicht vorführen, das 6-Punkte-Problem kennen, das 9-Punkte-Problem kennen, werden wissen, wovon ich spreche. Das 9-Punkte-Problem besteht darin, dass 9 Punkte in Dreierreihen quadratisch angeordnet sind und dass die Aufgabe darin besteht, diese 9 Punkte nun mit 4 zusammenhängenden Linien zu verbinden, ohne den Bleistift vom Papier abzuheben. Das klingt alles etwas theoretisch, weil ich es Ihnen nicht vormachen kann, aber jedenfalls das Interessante an diesem Problem, deswegen erwähne ich es ja, liegt darin, dass wer immer das Problem versucht, ich habe noch niemanden getroffen, der das Problem von sich aus lösen konnte, auch ich konnte das nicht, jeder versucht, was auch ich versuchte, eben die Lösung innerhalb des durch die 9 Punkte gezogenen Quadrats zu finden. Und das ist für mich eine schöne Metapher der Lebenssituation, in der wir uns alle immer wieder befinden. Wir scheitern an der Lösung dadurch, dass wir uns selbst eine Bedingung auferlegt haben, die das Problem ja gar nicht hat. Das heißt, jeder versucht, die Lösung innerhalb des Quadrats zu finden. Die Lösung ist nur dann möglich, wenn man mit seinen Linien außerhalb des Quadrats geht. Also die Unmöglichkeit der Lösung liegt nicht in der Konstellation, die vor Ihnen da existiert, sondern sie liegt in Ihrem Lösungsversuch. Eine selbst auferlegte Einschränkung, die die Lösung unmöglich macht. Aber gerade dieses Hinausspringen über den Rahmen, das liegt ja irgendwie schon in der Gegend der Genialität oder der Kreativität. Das ist etwas, was man nicht so leicht lernen kann. Sehen Sie, das ist eben das Ungewöhnliche, dass die Lösungen sehr oft scheinbar unvernünftig sind, dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Da gibt es in meinem Geburtsland Kärnten eine schöne Geschichte, eine verbürgte Geschichte. Da hat im Jahre 1334 sich die hässliche Herzogin von Tirol, Margareta Maultasch, entschlossen, das Kärntner Schloss Hochosterwitz einzunehmen. Und wie Sie vielleicht wissen dürfen, dieses Schloss sitzt auf einer unglaublich steilen Felsnadel. Und es war Margareta von vornherein klar, dass das Schloss nicht im Sturm genommen werden kann, sondern nur durch Aushungerung bezwungen werden könnte. Und so geht sie also auch vor. Und in einiger Zeit wird denn auch die Lage der Verteidiger hoffnungslos. Sie sind auf einen Ochsen und 2 Säcke Gerste reduziert. Es ist offensichtlich, dass nur noch für kurze Zeit Lebensmittel vorhanden sind. Andererseits aber, und damit rechneten die Belagerten natürlich, andererseits wird die Belagerung auch für Margareta Maultasch etwas lang. Sie hat noch andere wichtige militärische Unternehmen im Sinne. Die Moral ihrer Truppen verlottert durch das lange Herumsitzen da unten auf der Wiese. Und da kommt also dem Verteidiger des Schlosses eine Taktik in den Sinn, der seinen Leuten vollkommen selbstmörderisch erschienen sein muss. Die Taktik bestand darin, diesen letzten Ochsen zu schlachten, seine Bauchhöhle mit der verbliebenen Gerste zu füllen und über die Burgmauer, über den steilen Felsen hinunter vor das feindliche Lager zu werfen. Was er hoffte, tritt ein. Margareta Maultasch
interpretiert diese höhnische Geste von oben in der erhofften Weise, nämlich dass die so viel zu essen da oben haben, dass sie sich ohne weiteres leisten können, einen ganzen Ochsen voll mit Gerste uns herunterzuwerfen, bricht die Belagerung ab und zieht ab. Das ist diese selbe Art von Lösung, liegt auch sehr oft im Wesen oder liegt eigentlich immer im Wesen des Humors. Eigentlich beruht jeder Witz auf einer unvermuteten, plötzlichen Wendung in den Gedankengang. Wir hören auch, die Zen-Meister sagen uns, dass der Zen-Schüler im Augenblick der Erleuchtung lacht. Als ob das Lachen irgendwie Symptom des Überwindens, des Herausspringens aus dem Rahmen darstellt. Es wird hier spätestens klar, dass wir in einer Welt leben, von der wir annehmen, dass es so ist, während sie für uns lediglich die Art und Weise ist, wie wir die Welt sehen. Wir haben diese felsenfesten Überzeugungen, wie die zustande kommen, das ist zweifellos durch Kommunikation. Es kann wohl kein Zweifel bestehen, dass schon das Kleinkind, das Kleinstkind, und seitens einer menschlichen Umwelt in mannigfacher Weise kommuniziert bekommt, wie die Welt zu sehen ist. Und dass sich daraus diese enormen, resistenten, geistigen Strukturen entwickeln. Die Annahme also, die naive Annahme, die uns alle sozusagen mit der Muttermilch eingegeben wurde, dass die Wirklichkeit da draußen ist und dass es unsere Aufgabe ist, diese Wirklichkeit klar zu erkennen, die Wahrheit zu sehen, wenn uns unser Leben lieb ist. Die Annahme ist seit Hume und seit Kant philosophisch unhaltbar, sie ist wissenschaftlich unhaltbar seit vielen Jahrzehnten. An der Nobelpreisträgertagung in Lindau im Jahr 1964 sagte der Nobelpreisträger Born bereits, ich glaube, dass Ideen wie absolute Richtigkeit, absolute Genauigkeit, endgültige Wahrheit, Hirngespinste sind, die in keiner Wissenschaft zugelassen werden sollen. Ein anderer großer Mann, Schrödinger, stellt in seinem Buch Mind and Matter fest, jedermanns Weltbild ist und bleibt eine geistige Konstruktion und hat darüber hinaus keine nachweisbare eigene Existenz. Das ist eine bittere Pille, die uns viel zu schaffen macht, vielen von uns. Wie kommt es zur Ausbildung solcher Weltbilder? Ich erwähnte bereits die Kommunikation. Ich versuchte das an dem Beispiel mit den Zahlenpaaren zu erläutern. Es gibt eine sehr schöne Studie von zwei amerikanischen Psychologen namens Kahneman und Tversky, die sich mit einer Sache befassten, die sie die Psychologie der Präferenzen nennen, in einem Artikel genannt The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, also der Rahmen von Entscheidungen und die Psychologie der Wahl. Berichten Sie über eine Reihe von Experimenten, die uns, glaube ich, sehr klar machen, plötzlich, wie wir eigentlich alle mit solchen nie in Frage gestellten Annahmen im Leben zu operieren versuchen. Eines dieser Experimente besteht darin, dass einer bestimmten Gruppe von Versuchspersonen folgende Geschichte erzählt wird. Sie haben für sich und ihre Frau Theaterkarten gekauft, im Vorverkauf. Die Karten kosteten, nehmen wir an, 60 Mark. Am Abend der Vorstellung kommen Sie am Theater an und müssen zu Ihrem Entsetzen feststellen, dass Sie die Karten verloren haben. Es gibt noch gleichwertige Karten. Sie können also sich die Karten neu kaufen. Die zweite Gruppe von Versuchspersonen erhielt eine etwas andere Version derselben Geschichte. Sie haben die Karten telefonisch bestellt. Sie kommen am Abend zur Abendkasse hin und müssen feststellen, dass sie 60 Mark verloren haben. Sie haben aber noch genügend Geld, um die Karten zu kaufen. Und an beide Gruppen, separat natürlich, wird nun die Frage gestellt, wie entscheiden Sie sich bitte? Und nun, wie Sie vielleicht schon vermuten,
entscheidet sich der Großteil der ersten Gruppe dafür, nach Haus zu gehen. Während sich ein Großteil der zweiten, der Großteil, die überwiegende Mehrzahl der zweiten Gruppe dazu entscheidet, eben die Theaterkarten zu kaufen und den Verlust von den 60 Mark irgendwie zu verschmerzen. Eine vollkommen irrationale Sache, die man nur vielleicht darauf zurückführen kann, dass wir sozusagen mit verschiedenen Konten in unserem Kopf herumlaufen. Da gibt es also ein Konto für Theaterkarten und das ist, da ist ziemlich wenig Geld drin. Und wenn da mal 60 Mark fehlen, dann ist eben aus, dann muss man nach Hause gehen. Während dem Konto Bargeld, das ist besser dotiert, da kann man sich also leisten, eben 60 Mark für Theaterkarten auszugeben. Der Unsinn der Sache ist offensichtlich, es handelt sich um genau dasselbe in beiden Fällen. Aber der Rahmen, in dem das eintritt oder fiktiv eintritt, ist eben ein anderer. Ein letztes Beispiel aus dieser Arbeit, und das Beispiel, das geht schon etwas in die Metaphysik hinein. Herr A. und Herr B. sitzen im Autobus zum Flugplatz, um zwei Flüge zu erreichen, die zum selben Zeitpunkt aber in verschiedene Richtungen abgehen. Der Autobus kommt in eine Riesenverkehrsstauung hinein und kommt mit 30 Minuten Verspätung am Flugplatz an. Herr A. erfährt, dass seine Maschine flugplanmäßig vor 30 Minuten abgeflogen ist. Herr B. erfährt dagegen, dass seine Maschine ihrerseits verspätet war und erst vor 5 Minuten abgeflogen ist. Wer ärgert sich mehr? Ja. Wozu all das? Eigentlich nur, um irgendwie akzeptabel zu machen, was ein deutscher Philosoph mit Namen Hans Vaihinger, offensichtlich muss er aus Vaihingen gekommen sein, nicht, schon im Jahre, ich glaube 1911, in einem Buch festgestellt hat. Das Buch nennt sich Die Philosophie des Als Ob. Ein Buch, auf das sich Alfred Adler sehr oft bezieht. Und in diesem Buch weist Vaihinger auf 800 Seiten nach, anhand unzähliger Beispiele, dass wir immer, aber immer in allen Sparten unseres Lebens mit Fiktionen arbeiten, mit Als-Ob-Annahmen arbeiten und dass trotzdem wir mit Als-Ob-Annahmen arbeiten, dennoch zu konkreten Resultaten kommen können. Ein Beispiel, das er erwähnt, ist das des Richters, der einen Schuldspruch gegen einen Verbrecher sprechen muss. Der Richter, sagt Vaihinger meines Erachtens ganz richtig, untersucht nun nicht die Frage, ob der Mensch für seine Handlungen verantwortlich ist. Er geht vor, als ob wir Menschen freien Willen haben und daher moralisch für unsere Handlungen verantwortlich sind. Indem er das tut, kommt er zu einem konkreten Resultat. Es ist mir keine Zivilisation, Kultur oder Gesellschaftsform bekannt, in der soziale Ordnung auf andere Weise als durch die völlig unbeweisbare und immer unbewiesene Annahme erhalten wird, dass der Mensch für seine Handlungen verantwortlich ist. Lassen Sie mich nur erwähnen, dass auch im allgemeinen Leben eben es Momente gibt, in denen der gesunde Menschenverstand sozusagen die Beine streckt und aufgibt und dass dann etwas ganz anderes Merkwürdiges eintritt. Das sind jene unbeschreiblichen Momente in der vermeintlichen Todessekunde, die so mancher im Krieg erlebt hat oder in der Bombennacht. Das ist das, was Arthur Köstler erlebt hat in der Todeszelle eines Franco-Gefängnisses in Sevilla. Das ist das, was Musil in seiner Kurzgeschichte Der Fliegerpfeil erzählt. Fliegerpfeile waren im Ersten Weltkrieg kurze Stahlpfeile, die von Flugzeugen aus in großen Mengen auf feindliche Truppenansammlungen heruntergeworfen wurden. Vollkommen zwecklos waren, aber davon abgesehen.
Musil berichtet das Erlebnis dieses Fliegerpfeils und ich möchte Ihnen das vorlesen, obwohl die Zeit bereits drängt. Es, das heißt das Heruntersausen des Fliegerpfeils, war ein dünner, singender, einfacher, hoher Laut, wie wenn der Rand eines Glases zum Tönen gebracht wird. Aber es war etwas Unwirkliches daran, das hast du noch nie gehört, sagte ich mir. Und dieser Laut war auf mich gerichtet. Ich war in Verbindung mit diesem Laut und zweifelte nicht im geringsten daran, dass etwas Entscheidendes mit mir vor sich gehen wolle. Kein einziger Gedanke in mir war von der Art, die sich in den Augenblicken des Lebensabschiedes einstellen soll, sondern alles, was ich empfand, war in die Zukunft gerichtet. Ich muss einfach sagen, ich war sicher, in der nächsten Minute Gottes Nähe in der Nähe meines Körpers zu fühlen. Mein Herz schlug breit und ruhig, ich kann auch nicht den Bruchteil einer Sekunde erschrocken gewesen sein. Es fehlte nicht das kleinste Zeitteilchen in meinem Leben. In diesem Augenblick überströmte mich ein heißes Dankgefühl. Wenn einer da gesagt hätte, Gott sei in meinem Leib gefahren, ich hätte nicht gelacht, ich hätte es aber auch nicht geglaubt. Ja. Was übrig bleibt von solchen Erlebnissen, ist der Versuch nach dem Wiedererleben. Und der eben, diese versuchte Lösung, macht das Wiedererleben unmöglich. Genau das Suchen macht das Finden unmöglich. Die blaue Blume blüht bekanntlich dort, wo man nicht sucht. Die deutsche Romantik hat das schon sehr schön ausgedrückt. Das ist der ganze Irrtum der Glückssuche, würde ich sagen. Oscar Wilde sagt in seiner Komödie Lady Windermere's Fan durch eine seiner Hauptpersonen jenes berühmte Wort, es gibt im Leben zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches, die andere ist seine Erfüllung. Von den beiden ist die zweite die bei weitem tragischere. Sehen Sie, eben der Versuch, das Glück herzustellen, führt fast unweigerlich ins Unglück. Oder aber er führt zur Erfüllung und die Erfüllung stellt sich dann als etwas heraus, das auch nicht annähernd an das herankommt, was ich auf der Suche nach jenem Ding mir vorstellte. Dostojewski wusste es besser, er lässt einen seiner enigmatischsten Personen in den Besessenen sagen, alles ist gut, alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb, das ist alles, alles. Wer das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort, im selben Augenblick. Und er scheint zu sagen, dass wenn wir also die versuchte Lösung aufgeben, wir die Chance haben zu entdecken, dass es etwas ganz Besonderes, so etwas wie das Glück fast gibt. Aber eben, das ist wirklich nur sehr großen Menschen vorbehalten. Ich habe die Ehre, zwei zu kennen. Der eine ist Graf Dürkheim, der andere ist Jiddu Krishnamurti. Das scheinen Menschen zu sein, die bis dahin vorgerückt sind. Uns anderen bleibt nur der Verzicht auf das Machbare. Und da möchte ich in diesem Haus erwähnen, dass was meine Gastgeber, Herr Pfarrer Klump, Herr Dr. Beuteltun, meines Erachtens das Richtige ist und die Mitarbeiter natürlich ist dasjenige ist, was wir machen müssen. Wir müssen versuchen, dem Nächsten zu helfen. Das ist nämlich viel wichtiger und auch viel schwieriger, als große utopische Pläne zu schaffen, wie man die Welt von Grund auf verändern und ideal machen wird können. Der Münchner Philosoph Robert Spemann hat darauf in einem kürzlichen Essay verwiesen, dass diese Versuche, das Summum Bonum, also das vollkommene Gute auf Erden zu verwirklichen, unweigerlich in die Unmenschlichkeit führen. Lübbe, der deutsche Publizist Lübbe, hat darauf verwiesen, dass wer glaubt, die Antwort, die endgültige Lösung zu haben, denken Sie an das Wort Endlösung, wer glaubt, die endgültige Lösung zu haben, sich früher oder später berechtigt fühlen wird, die Gewalt anzuwenden. Die Selbstermächtigung zur Gewalt, das ist Lübbes Ausdruck, ist ein
vermeidbares Resultat dieses Denkens. Ich glaube, wir müssen bescheiden sein, wir müssen versuchen, das zu tun, was ich für meinen Hausgebrauch die Kettenreaktion des Guten nenne, das heißt, das Gute im Kleinen zu tun. Und was man sich darunter vorstellen könnte, wäre zum Beispiel das, dass Sie sehen, wie einer aus dem Auto aussteigt an einem Regentag und die Lichter anlässt. Und Sie laufen dem Mann nach, im Regen, und sagen Sie, Sie haben an Ihrem Auto die Lichter angelassen. Der wird sich bestimmt sagen müssen, das ist aber anständig. Der läuft mir da im Regen 300 Meter nach. Und ich glaube, wenn der nun seinerseits jemanden sieht, der die Lichter anlässt, wird er sich fast verpflichtet fühlen, dasselbe zu tun. Dank Ihrer Haltung, meine Damen und Herren. Wenn Sie eine Brieftasche finden mit viel Geld drin und irgendwie einem Dokument, das den Besitzer dieser Brieftasche Ihnen ausweist, und Sie gehen dann hin und geben ihm das Geld zurück, dann kann es Ihnen schon vielleicht passieren, Sie werden es vielleicht nicht wissen, dass der Betreffende sagt, das ist ja nett, aber so blöd müsste ich einmal sein, dass ich das Geld finde und dann vielleicht das noch abgebe. Aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich glaube, der Betreffende, den werden Sie dazu Anständigkeit, zur Güte verpflichtet haben durch diese kleine Handlung. Und das wird sich weiter verbreiten, das meine ich mit der Kettenreaktion der Gütigkeit und der Toleranz. Mir kommt eine Geschichte im Sinn, als letzte Geschichte, mir kommt eine Geschichte im Sinn von einer orientalischen Geschichte. Ein berühmter Sufi, also ein arabischer Mystiker, stirbt und steht vor Gottes Thron. Und Gott sagt, weißt du, warum ich dir verzeihe? Und der Mann sagt, o Herr, vielleicht, weil ich deine Gebote zu beachten versucht habe. Und Gott sagt, nein, deswegen habe ich dir nicht verziehen. Der Mann sagt, o Herr, vielleicht, weil ich in Wort und Tat deinen Namen gepriesen habe. Und Gott sagt, nein, deswegen habe ich dir nicht verziehen. Er sagt, o Herr, weil ich in meinen Schriften den Ungläubigen den Weg zu dir eröffnet habe. Und Allah sagt, nein, deswegen habe ich dir nicht verziehen. Deswegen. Erinnerst du dich, dass du an einem kalten Wintertag, als ein eisiger Wind durch die Straßen Bagdads pfiff, dass du ein verirrtes, hungriges Kätzchen aufnahmst, in den Mantel stecktest, in deine Manteltasche stecktest, nach Haus trugst und es füttertest und es bei dir leben ließt? Deswegen habe ich dir verziehen. Meine Damen und Herren, in einem Brief an seinen Freund Paul Engelmann schrieb der Philosoph Ludwig Wittgenstein im Jahre 1917 einen Satz, der, glaube ich, als Abschluss dienen kann. Er schrieb, in den besseren Stunden aber wachen wir so weit auf, dass wir erkennen, dass wir träumen. Danke. Sie sahen heute einen Vortrag aus dem Jahr 1987, aufgezeichnet beim Evangelischen Bildungswerk Hospitalhof Stuttgart. Es sprach Professor Dr. Paul Watzlawick zum Thema, wenn die Lösung das Problem ist.